Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Pressefoyer nach dem Ministerrat mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Bitte, Frau Ministerin. Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse, lieber Herr Landwirtschaftsminister, lieber Norbert. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier gemeinsam einen Beschluss des Ministerrats präsentieren können, und ich bedanke mich gleich zu Beginn für die wirklich intensive und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. Der Ministerrat hat heute die Regierungsvorlage zum Erneuerbares Gasgesetz beschlossen. Und ich denke, ich kann da wirklich für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir sind wirklich sehr, sehr froh über diesen Beschluss heute und über diesen wichtigen letzten Schritt auf der Regierungsseite für diesen Gesetzgebungsprozess. Das Erneuerbares Gasgesetz bedeutet Unabhängigkeit in der Gasversorgung und es bedeutet Klimaschutz für unser Land. Es ist ein notwendiger Baustein für die Energiewende bei den gasförmigen Energieträgern und es ist vor allem ein wirklich gutes Paket geworden. Sie kennen und können sich vielleicht auch noch erinnern an unseren Begutachtungsentwurf. Den kennen wir schon länger. Ich möchte trotzdem noch einmal auf die zentralen Schwerpunkte eingehen. Denn gerade im Licht der vergangenen Woche kommt dieses Gesetz jetzt zu einem wichtigen und richtigen Zeitpunkt. Wir sind uns einig, wir müssen raus aus der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen, raus aus der Erpressbarkeit, die das mit sich bringt. Dafür braucht es neue Lieferländer, aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen, weil langfristig gilt nämlich auch, wir müssen raus aus dreckigen fossilen Energieträgern, von der Kohle bis zum Erdgas. Und das Erneuerbares Gasgesetz bringt genau diese zwei Dinge unter einen Hut. Und obwohl das vielleicht auf den ersten Blick ein wenig kompliziert klingt, die Lösung ist tatsächlich bestechend einfach. Fossiles Erdgas wird durch biologische Alternativen ersetzt und diese Alternativen heißen Biomethan und sie entstehen auf unseren Bauernhöfen Tag für Tag, de facto von selbst. Grünschnitt, biologischer Abfall, Rindermist, für all diese Dinge gilt, beim Vergären entsteht Biogas. Und mit dem Erneuerbares Gasgesetz sorgen wir nun rechtlich dafür, dass dieses Biogas erzeugt und vor allem auch ins Gasnetz eingespeist werden kann. Künftig heißt es also statt dem Gashahn aus dem Kreml das Kraftwerk beim Misthaufen. Und damit das gelingt, gibt das Erneuerbares Gasgesetz auch verbindliche Ziele vor. Bis 2030 soll in unserem Land zumindest 7,5 Terawattstunden Biogas produziert werden. Das entspricht ungefähr dem, was die Industrie in unserem Land derzeit in einem Vierteljahr Gas verbraucht. Gas, das wir dann eben nicht mehr aus Russland beziehen müssen. Gas, das die Klimakrise eben nicht weiter anheizt, weil die Biomasse beim Wachsen davor ja gleich viel CO2 bindet, wie danach freigesetzt wird. Die Gasversorger müssen, damit dieses Ziel auch erreicht wird, schrittweise einen steigenden Anteil von Biogas in ihrem Gasmix nachweisen. Wir starten 2024 mit 0,35%. Das ist immerhin eine Verdopplung zu dem, wo wir derzeit stehen, zum letzten Jahr. Und wir landen dann 2030 bei mindestens 9,75%. Dieses Gesetz gibt damit den Landwirtschaftsbetrieben, die mit dem Mist was Gescheites machen wollen, die Sicherheit, dass sie ihr Biogas auch verkaufen können. Den Versorger, die Ziele nicht erreichen, müssen dafür einen Ausgleichsbeitrag zahlen. Dieses Geld kann dann wieder zusätzlich in die Förderung neuer Biogasanlagen gesteckt werden und dafür verwendet werden. In diesem Bereich haben wir auch in der Begutachtung noch Anpassungen vorgenommen, denn es ist uns beiden wichtig, wir wollen ein wirksames Gesetz, wir wollen, dass die Energieproduktion für die Landwirtschaft sich auch lohnt und wir wollen aber auch leistbare Energiepreise für die Menschen in unserem Land. Und aus diesem Grund sehen wir nun auch die Möglichkeit vor, wenn notwendig, mit zusätzlichen Förderungen auch zu unterstützen. Sie wissen, auch das kennen Sie von mir und ist bei Energiegesetzen keine Neuigkeit. Wir brauchen für Energiegesetze, für die Beschlussfassung im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Auch das Erneuerbares Gasgesetz braucht eine Verfassungsmehrheit. Heute steht die Regierungsvorlage, die geht jetzt an den Nationalrat und ich gehe davon aus, dass dort auch zügig die Verhandlungen geführt werden. Ich möchte die Gelegenheit hier nutzen und wirklich alle Beteiligten zu konstruktiven Gesprächen auffordern. Eine unabhängige Energieversorgung ist extrem viel wert.
Das haben die letzten Jahre wirklich bewiesen. Im Strombereich stehen wir in Österreich extrem gut da. Wir sind bei 90%, fast 90% unserer Stromproduktion, die bereits erneuerbar ist, die wir selbst erzeugen können, mit den Wasserkraftwerken bis hin zur Photovoltaik. Und diesen Weg beschreiten wir jetzt auch beim Gas, weg vom Erdgas hin zum heimisch erzeugten Biogas. Was wir in unserem Land selbst produzieren, haben wir selbst in der Hand. Das kann dann niemand mehr wegnehmen, damit kann uns niemand erpressen. Und deswegen ist das so ein wichtiges Gesetz und deswegen noch einmal meine Bitte hier zu konstruktiven und raschen Gesprächen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist nicht oder es kommt nicht so oft vor, dass politische Lösungen gleichzeitig einfach und logisch sind. Für ein anderes Beispiel, ein Sonnenkraftwerk auf jedem Parkplatz, das gehört zum Beispiel dazu, damit ohnehin versiegelte Flächen gleich auch selbst Strom produzieren und wir nicht weitere wertvolle Böden versiegeln und damit den Boden schützen und die Fläche bestmöglich nutzen. Darum habe ich das vorgeschlagen. Und beim Biogas ist es eben genauso einfach und logisch. Ich will damit keineswegs die logistische Arbeit hinter dem Erneuerbares Gasgesetz schmälern. Da ist viel Arbeit reingegangen aus unseren beiden Ministerien. Deswegen auch ein herzliches Danke an dieser Stelle an alle, die daran gearbeitet haben. Aber Biomüll wird zu Biogas. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Da muss man dann einfach sagen, jeder Misthaufen, sein Kraftwerk. Und mit dem Erneuerbares Gasgesetz wollen wir genau dafür die Grundlage schaffen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Gesetz nun auch rasch im Nationalrat zu einem guten Abschluss bringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Klimaschutzministerin. Bitte, Herr Landwirtschaftsminister. Geschätzte Damen und Herren, liebe Bundesministerin, liebe Leonore, für mich ist es auch ein besonderer Moment, heute hier stehen zu können und dieses gemeinsame erneuerbares Gasgesetz vorzustellen, zu beschließen im Ministerrat. In einem sind wir uns einig, die Leonore Gewessler und ich, nämlich die Energiewende ist eine zentrale Zukunftsfrage für unser Land. Und gerade vor dem Hintergrund zunehmender Krisen und geopolitischer Instabilität ist eines klar, wir müssen das vorhandene Potenzial an erneuerbaren Energieträgern in diesem Land voll ausschöpfen. Und das Zweite ist, speziell im Gasbereich, wo wir sehr abhängig sind von Importen, gibt es wirklich Luft nach oben. Heimische und nachhaltige Ressourcen zu nutzen, macht uns einerseits unabhängiger von fossilen Importen und gleichzeitig tragen wir hierbei zum Klimaschutz. Wir schaffen damit eine Win-Win-Situation, einerseits in der Frage Versorgungssicherheit bei Energie und andererseits natürlich auch für die Umwelt. Mit der Regierungsvorlage für das EGG wollen wir insbesondere die Biogasproduktion in Österreich ankurbeln. Wir wollen der Biogasproduktion Flügel verleihen. Wir schaffen praktisch da eine echte Zukunftsperspektive für die Biogasproduktion in Österreich. Und das freut mich ganz besonders in mehrerlei Hinsicht, energiepolitisch, auch natürlich für die Landwirtschaft und für vieles andere und natürlich auch mehr Unabhängigkeit und Klimaschutz. Gerade bei Ressourcen, die keinem höheren Zweck mehr dienen, also sprich für die verstoffliche Verwertung nicht mehr verwendet werden können, wie Holzreste, Gülle oder andere biogene Rohstoffe, können wir damit noch besser energetisch verwerten und besser nutzen. Eins ist klar, unsere Land- und Forstwirte lassen den Gashahn immer aufgedreht und wir leisten mit diesem Gesetz natürlich auch damit einen Beitrag für eine aktive Krisenvorsorge. Dass die Herstellung und Nutzung von Biogas ein Schlüsselfaktor für die Energiewende in Österreich ist, bestätigt auch der Umstand, dass wir hier saison- und wetterunabhängig Biogas produzieren und auch speichern können. Zudem ist Biogas klimaneutral, denn das CO2, was emittiert wird, das wurde ja vorher von den Pflanzen absorbiert. Das Gute ist, die Rohstoffe können uns praktisch nie ausgehen. Und vor allem neue Anlagen nutzen in erster Linie Sekundärrohstoffe wie Abfälle, Gülle oder andere biogene Reststoffe vom Acker oder von der Wiese. Auch Städte und Gemeinden können in Form von Grünschnitt aus Parkanlagen zur Rohstoffaufbringung etwas beitragen. Die Biogasproduktion leistet damit auch einen Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft.
Kurz noch zum EGG. Die Eckpunkte wurden bereits von meiner Kollegin vorgestellt. Mir ist aber ein Punkt wichtig, den ich anführen möchte, nämlich zur Attraktivierung von Investitionen ist weiterhin vorgesehen, dass Anlagenbetreiber eine Abnahmegarantie erhalten. Die schaut so aus: Voraussetzung ist ein Erstvertrag von zumindest 5 Jahren und damit soll im Weiteren sich die Finanzierung von Anlagen sichergestellt werden und es wird ermöglicht, dass die Anlagen auch über einen längeren Zeitraum abgeschrieben werden können, sprich die Betriebe haben insgesamt mehr ökonomische Sicherheit und eine ökonomische Perspektive. Wir sind uns bewusst, dass mit diesem Gesetz ein ambitioniertes Ziel gesetzt wurde und um dieses zu erreichen, brauchen wir natürlich gemeinsame Kraftanstrengungen von der Energiewirtschaft, von den Anlagenbetreibern, von den Investoren und natürlich auch von den Bäuerinnen und Bauern, die Rohstoffe liefern müssen. Mit dem Erneuerbares Gasgesetz machen wir unser Land jedenfalls unabhängiger und natürlich nachhaltiger. Vielen Dank, möchte ich an der Stelle auch sagen, meiner Kollegin, für die guten Verhandlungen. Wir haben länger verhandelt, aber jetzt ist es wirklich gutes Gesetz. Ich bedanke mich auch bei allen Expertinnen und Experten, Verbänden bis hin zu den Abgeordneten, die jetzt schon in Richtung parlamentarische Beschlussfassung vorgearbeitet haben. Von dem her bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir dieses Gesetz erfolgreich durch das Parlament bringen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Landwirtschaftsminister. Wir kommen zu Ihren Fragen. Frau Wenzel. Ich habe eine Frage zu dem Gasdiversifizierungsgesetzesvorschlag, den Sie jetzt gebracht haben. Es gibt jetzt zuletzt auch wieder die Diskussion, dass ein bisschen der Eindruck entstanden ist, dass der politische Wille, so schnell wie möglich jetzt wirklich von russischem Gas unabhängig zu werden, nicht ganz so vorhanden ist. Ich beziehe mich da jetzt zum Beispiel auf die Forderung von dem Herrn Ex-Chef von der OMV, der sagt, das ist viel leichter möglich und auch juristisch möglich, zum Beispiel mit Ende des Jahres, wenn zwischen Gazprom und der Ukraine dieser Vertrag ausläuft. Ich stelle das jetzt einfach so, es fehlt tatsächlich ein bisschen der politische Wille. Also es gibt natürlich ein Parlament, es muss auch eine Zweidrittelmehrheit dafür geben, aber fehlt der oder gibt es den noch? Also geben Sie aktiv da oben vor auch den Auftrag, so schnell wie möglich quasi diesen Vertrag zu kündigen? Also wir haben, das ist ein Thema, das mich die letzten 2 Jahre, das uns als Bundesregierung die letzten 2 Jahre natürlich intensiv beschäftigt hat und wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen, Vorhaltepflichten geändert, sodass nicht russisches Gas eingekauft wird, das Gasdiversifizierungsgesetz beschlossen, sodass nicht russisches Gas auch noch extra unterstützt wird und vieles mehr. Wir haben gesehen, die Mengen an russischem Gas sind zurückgegangen, aber sie sind die letzten 3 Monate im Jahr 2023 wieder angestiegen. Und wenn sich das in die falsche Richtung entwickelt, wenn wir ein Marktversagen sehen, dann heißt es, dass Politik eingreifen muss. Und deswegen schlage ich ja auch eine gesetzliche Diversifizierungspflicht vor. Wir werden diese Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz in den nächsten Wochen ausarbeiten und dann auch das braucht, wie Sie richtig sagen, eine Zweidrittelmehrheit, auch dann in die parlamentarischen Verhandlungen und in die politischen Verhandlungen gehen. Aber wir sehen ja heute hier, dieses Gesetz, mit dem wir beide hier stehen, das Erneuerbaren Gasegesetz, ist ein wichtiger Baustein aus diesem Ausstiegsplan aus russischem Erdgas. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da heute einen Schritt gemacht haben und dass wir heute die Regierungsvorlage beschließen. Wir haben im Regierungsprogramm drinnen gehabt 5 Terawattstunden Biogas, die wir produzieren wollen bis 2030. Wir haben diese Menge jetzt um 50% erhöht. Warum? Genau deswegen, weil wir die heimische Produktion stärken müssen, um rauszukommen aus der Abhängigkeit von Importen. Bitte, einen kurzen. 27 jetzt im Raum gestanden in dem Vorschlag. Also Ihr Ziel ist es quasi bis 2027 die russische Gaslieferung auf null. Das ist das gemeinsame Ziel der Europäischen Union, zu dem wir uns europäisch auch vorgesehen haben. Ja. Weitere Fragen, bitte Herr Dittelbacher. Dieses Schlagwort von jeder Misthaufen, ein Kraftwerk, lässt jetzt in mir so ein Bild entstehen und das hätte ich gerne ein bisschen konkretisiert. Wie wird denn das dann ausschauen? Wie groß sind diese Anlagen? Was kosten diese Anlagen? Ist es dann so, dass noch ein Milchtankwagen dann der Gastransporter zu jedem Bauernhof fährt? Können Sie das ein bisschen konkretisieren von der Terawattstunden-Ebene weg? Also es ist natürlich in Abhängigkeit der Größe dieser Anlagen, aber wir rechnen damit, dass
das sagen uns die Experten und die, die sich da jetzt schon darauf warten, dass die gesetzliche Grundlage kommt, wir werden 80 bis 130 Anlagen in Österreich brauchen, um diese Menge zu erzeugen. Die Technologie ist da. Wir haben da österreichische Unternehmen, die die Technologie liefern können, um Sekundärrohstoffe zu vergasen. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie organisiert man die Logistik? Das muss natürlich alles kosteneffizient geplant und gemacht werden, damit sich das auszahlt. Also den Grünschnitt, die Reststoffe in die Anlage zu bringen. Die Anlage speist dann natürlich ins Gasnetz direkt ein. Also da fahren dann keine Lastwagen durch die Gegend, sondern oder Tankwagen, sondern es wird direkt eingespeist. Und wie gesagt, also die Anlagenbetreiber, sie warten, sie sind in den Startlöchern und sie warten auf das Gesetz und dann wird investiert. Das Know-how ist auch da. Wir haben ja derzeit ungefähr 278 Anlagen in Österreich. Der Großteil verstromt zwar das Biogas, aber wir wollen, wie gesagt, eine neue Schiene aufmachen und mit diesem Gesetz ermöglichen wir das. Und ich freue mich wirklich, dass es gelungen ist jetzt, dass der Durchbruch geschafft wurde, dass wir da eine absolute Perspektive für die Zukunft aufmachen können. Um sozusagen die Versorgungssicherheit des Landes sicherzustellen, man hätte eigentlich schon bis Ende 2023 eine Sicherheitsstrategie vorlegen sollen seitens der Regierung. Die liegt noch nicht vor, auch im Landwirtschaftsministerium noch nicht. Wie schaut es denn da jetzt aus von der Lebensmittelsicherheit bis eben zu dieser Sicherheit der Energieversorgung? Also Lebensmittelsicherheit, das ist natürlich unser Thema. Die in der Frage Energie, das ist natürlich eine Querschnittsmaterie, die man dann in der Zusammenschau macht. Also das ist genau unser grundsätzlicher Zugang bei allen Fragestellungen. Es ist etwas, was ich immer auch einbringe, die Diskussion rund um die Frage Klimaschutz, Klimawandel. Wir müssen diese Versorgungssicherheit immer mitdenken. Das heißt, wie schaut es aus? Selbstversorgungsgrad, wo sind wir gut aufgestellt? Wo können wir nachrüsten? Ich sage ein Beispiel Gemüsebereich, Obstbereich. Aber genau diese Fragen, ja, wie soll das in den nächsten Jahren funktionieren, bearbeiten wir derzeit in unserem Strategieprozess Vision 2028 Plus, den wir im Oktober gestartet haben. Den machen wir unter Einbindung der Bäuerinnen und Bauern, aber auch der Bevölkerung von Stakeholdern bis hin zu Experten. Und wir werden dann diese Fragen konkretisieren. Die Ergebnisse erwarten wir für Mai. Und da können wir auch vor allem für die jungen Hofübernehmer Perspektiven schaffen und natürlich auch immer die Frage, was hat der Konsument und was können wir da in der Frage Versorgungssicherheit Neues vorlegen und vorschlagen. Zur Sicherheitsstrategie im Speziellen, weil das ist eine Strategie, die im Landwirtschaftsministerium gerade parallel erarbeitet wird. Zur Sicherheitsstrategie ganz konkret war noch nachgeliefert. Die Energiesicherheit ist ein essentieller Teil einer umfassenden, adäquaten, für das 21. Jahrhundert adäquaten Sicherheitsstrategie. Wir haben hierzu im Herbst auch die entsprechenden Texte geliefert und ich bin zuversichtlich, das Bundeskanzleramt wird diesen Prozess jetzt auch rasch zum Abschluss bringen. Das Bundeskanzleramt koordiniert den Prozess, weil das für uns alle ein wichtiges Thema ist. Weitere Fragen? Nachdem Sie den Entwurf, den Sie jetzt heute präsentiert haben, vor einem Jahr präsentiert haben, gab es heftige Kritik der Gasversorger. Jetzt haben Sie die Strafen, die bei Nichterfüllung der Quote fällig werden, gesenkt. Ist das ein Kompromiss, den man gemeinsam mit den Gasversorgern jetzt gegangen ist? Und eine Frage an Sie, Frau Ministerin. In den letzten Tagen gab es viele Debatten um 100.000 Euro Förderung für den Eigenheimbau. Was sagen Sie dazu? Also zuerst zum erneuerbaren Gasegesetz, erneuerbares Gasgesetz. Wir haben, das habe ich ja auch vorher gesagt, wir haben in den letzten Monaten intensiv verhandelt, um hier einen guten Kompromiss zu finden aus Versorgungssicherheit, aus Nutzung heimischer Ressourcen und aus leistbaren Preisen. Und genau das bietet jetzt auch diese Regierungsvorlage mit der zusätzlichen Möglichkeit, auch noch zusätzlich zu unterstützen. Und das ist ein guter Kompromiss und ich freue mich, dass das jetzt so auf den Weg kommen kann. Und wie gesagt, kann nur alle wieder ermutigen, die hier auch rasch die Beschlussfassung im Parlament herbeizuführen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Baustein für unsere Energiesicherheit und für unsere Unabhängigkeit. Zum Vorschlag oder zur Idee in puncto Eigenheimförderung, ich meine, grundsätzlich laufen die Gespräche zum Baupaket und ich glaube, wir werden da ein gutes Ergebnis sehen. Aber zu dem konkreten Vorschlag von Harald Mara, soweit ich verstanden habe,
haben sich ja viele Beteiligte schon geäußert und auch der Finanzminister hat gesagt, so wird das nicht kommen. Weitere Fragen? Bitte sehr. Ja. Sie haben es ja schon gesagt, Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit dafür. Mit wem von der Opposition haben Sie schon gesprochen, beziehungsweise wen wollen Sie da überzeugen? Diese Gespräche laufen im Parlament und jetzt, wo der Entwurf fertig ist, also die Regierungsvorlage fertig ist, so muss ich es konkret korrekt bezeichnen, werden diese Gespräche auch intensiv starten. Es werden sich alle jetzt mit dem konkreten Text auseinandersetzen und ich gehe davon aus, dass das sind ja dann nicht wir beide, sondern die Parlamentsfraktionen hier auf alle Beteiligten zugehen werden, die zur Erreichung einer Zweidrittelmehrheit möglich sind. Noch eine Frage, Herr Patruel. Frau Ministerin Gewessler, auch nochmal zum Thema Diversifizierung ganz allgemein. Deutschland hat ja die Gasspeicherumlage für Exporte eingeführt. Italien überlegt offenbar auch, das macht die Diversifizierung insgesamt schwieriger. Da gibt es Stimmen, die fordern, dass man auf europäischer Ebene vielleicht sogar Vertragsverletzungsverfahren einführt. Wie sehen Sie diese Causa? Denn es könnte den Ausstieg ja massiv verdauern für Österreich. Zwei Punkte dazu. Ich habe zu diesen Umlagen auf europäischer Ebene zuletzt auch beim Rat der Energieminister bereits im Dezember und schon davor unsere Bedenken geäußert und auch die Kommission ersucht, die Rechtskonformität, also die EU-Rechtskompatibilität, die ich in Frage stelle, bei diesen Umlagen auch zu prüfen. Wie gesagt, das war bereits im Dezember und da sind wir intensiv dran, auch aus dem Ministerium. Der zweite Aspekt dazu ist aber, dass wir ja mit dem Gasdiversifizierungsgesetz schon vorletztes Jahr, wenn ich genau 2022, ein Gesetz beschlossen haben, das sicherstellt, dass Gasversorger, die nicht russisches Gas kaufen, die Mehrkosten auch ersetzt bekommen vom österreichischen Staat. Also insofern ist das kein Hindernis für die Diversifizierung. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn es ein Marktversagen gibt, muss der Staat eingreifen. Wenn das nicht ausreichend passiert mit den Maßnahmen, die wir bis jetzt beschlossen haben, dann gibt es jetzt deswegen den nächsten Schritt. Wie gesagt, ich kann den nicht allein entscheiden. Wir brauchen hier eine Zweidrittelmehrheit dafür. Aber ich werde mit aller Kraft darum daran arbeiten, dass wir hier auch die nächste gesetzliche Verpflichtung bekommen. Eine letzte Frage. Der Herr Hanke hat jetzt auch diese Woche schon ein bisschen quasi der Vorsicht walten lassen. Also man hat da den Eindruck, dass auch die Landesversorger da irgendwie ein bisschen auf der Bremse stehen, beziehungsweise es gibt ja auch die Kritik daran, dass die Landesversorger sich anscheinend nicht daran halten, da quasi mehr zu diversifizieren. Noch einmal eben die Frage, müssen Sie da einfach noch mehr Druck ausüben, beziehungsweise politisch eben auch mit der ÖVP gemeinsam und im Parlament, weil anscheinend gibt es ja die Einigkeit, dass man eigentlich raus will. Auch die SPÖ spricht sich eigentlich dafür aus. Passiert da einfach zu wenig und zu langsam und müssen Sie da noch mehr quasi Druck ausüben? Deswegen ja auch mein Vorschlag und ich habe das letzte Woche auch sehr deutlich formuliert. Es überrascht mich insbesondere bei Landesenergieversorgern, die ja zu großen Teilen im öffentlichen Eigentum stehen und auch Verantwortung übernehmen für die Versorgungssicherheit. Insbesondere dort überrascht mich, wenn die Diversifizierungsbestrebungen nicht ausreichend vorangetrieben werden und deswegen habe ich das letzte Woche auch sehr deutlich so gesagt, ich halte das für ein Marktversagen, wenn man sich nicht ausreichend damit beschäftigt oder beschäftigen will, woher das Gas kommt. Man kann nämlich jetzt nicht russisches Erdgas kaufen, es gibt eine gemeinsame europäische Einkaufsplattform, es gibt Direktverträge, es gibt viele Möglichkeiten, können andere Länder auch, dann braucht es eben den nächsten Schritt auch in Österreich und deswegen ja, jetzt auch die Arbeit, da auch eine gesetzliche Verpflichtung vorzusehen. Ich darf mich an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, Frau Klimaschutzministerin. Vielen Dank, Herr Landwirtschaftsminister. Herzlichen Dank. Danke, schönen Tag noch. Wir schauen.